Rontour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Mitten in einer traumhaften Naturkulisse liegt unser heutiges Ziel. Die mehr als 700 Jahre alte Gemeinde Neupotz in der schönen Südpfalz. Von Mannheim aus geht's für Lena und das Team über die B9 in rund 45 Minuten ins beschauliche 2000-Einwohner-Dorf. Und der Empfang kann sich sehen bzw. hören lassen. Na, das ist mal eine Begrüßung. Mit originalem RonTV-Intro heißt mich die kleine Gemeinde Neupotz zu unserer heutigen Rontour willkommen. Und ich mache mich jetzt auf Entdeckungstour durch das Dorf. Was es mit diesem speziellen Empfang auf sich hat und wer dahinter steckt, das erfahren Sie später. Zunächst startet Lena ihre Erkundungstour durch die Gemeinde mit dem Neupotzer Urgestein Emil Heid. Als erstes führt der ehemalige Bürgermeister das RON-Team zum sogenannten Haus Leben am Strom. Hier erfahren Besucher, wie die Menschen am Rhein heute und in der Vergangenheit gelebt haben. Doch zuerst hätte Lena gerne geklärt, was es mit dem Dorfnamen auf sich hat. Früher hieß das heutige Neupotz nämlich nur Pfotz. 1530 wurde das damalige Dorf allerdings vom Rhein weggespült. Noch 3, 4 Familien sind übrig geblieben, die dann an den Ortsrand, an die Gemarkungsgrenze gezogen sind und haben hier das neue Pfotz aufgebaut. Und das Pfotz wurde erst 1935 umgewandelt in Neupotz. Ach, so spät erst? In der Nazi-Zeit hat man das umgewandelt. Und weiß man im Nachhinein, was der Grund dafür war, dass man dann... Ja, der Name war nicht so seriös, hat man da Neupotz, das ist, hat man nicht so gewollt. Auch heute noch ist der Ort für seine Fischerei bekannt. Doch die ist durch die Begradigung des Rheins kaum noch möglich. Vor 500 Jahren sah das aber ganz anders aus. Also Neupotz hat eigentlich nur von der Anfangszeit vom Fischfang gelebt. Weil da gab es ja nur viel Wasser. Da war der Rhein noch nicht begradigt. Und was bei uns hier besonders war, durch den Altrheinbogen, wo der Rhein den Bogen gemacht hat und die Fließgeschwindigkeit ganz langsam war, gab es hier viel Lachsbänke. So war lange Zeit das Fischereiwesen eine wichtige Nahrungsquelle im Dorf. Erst später kam mehr Landwirtschaft dazu. Heute ist Neupotz fast nur noch eine reine Wohngemeinde. Die Bewohner sind eher Pendler und fahren zum Arbeiten ins nahegelegene Karlsruhe oder nach Wörth. Wir bleiben aber noch etwas und gehen mit Emil Heid zum Mittelpunkt des Dorfes und einer weiteren Sehenswürdigkeit der 1840 erbauten St. Bartholomäuskirche. Sie hat auch heute noch einen sehr großen Stellenwert für die kleine Gemeinde und ist ein gern genommener Treffpunkt der Neupotzer. Doch nicht nur das Dorf hat eine Verbindung zu dieser Kirche, auch internationale Gäste kamen wegen ihr schon in die Gemeinde. Wir haben gerade eine gute Geschichte, da waren vor 2 Jahren Amerikaner da, der Urgroßvater hat hier gearbeitet als Steinmetz. Das ist 1840, war der Urgroßvater hier, hat geholfen die Kirche bauen, 1840, und hat hier eine Frau kennengelernt. Und hat sie mitgenommen nach Amerika. Und die Urenkel waren jetzt hier und haben die Kirche besucht. Cool. Also es war wirklich eine sehr ergreifende Geschichte. Noch mehr Geschichten gibt es im zweiten Teil unserer Rontour. Dann zeigt Dorfführer Emil Heid unserer Reporterin das Highlight von Neupotz. Und wir lüften das Geheimnis der außergewöhnlichen Begrüßung. Bevor es für Lena und Altbürgermeister Emil Heid weiter auf Erkundungstour und zum Highlight der Gemeinde geht, trifft sie den aktuellen Bürgermeister Roland Belair. Er ist besonders stolz auf die große Gastfreundlichkeit der Neupotzer. Wir haben dann dritte Woche Ende September unser Kerbe. Und da kommen so viele Leute aus der Nachbargemeinde, weil sie sich hier in Neupotz wohlfühlen. Weil man da das Gespräch sucht. Da sitzt sich keiner allein an den Tisch in einer Gaststätte. Da heißt es immer, komm, du hast noch einen Platz frei. Du holst einen Stuhl und setzt dich dazu. Ja, dass sich in Neupotz nicht nur die Einheimischen wie zu Hause fühlen, davon hat sich unser Team schon längst überzeugt. Und was die fleißigen Hände so alles auf die Beine oder besser ins Wasser gestellt haben, ist ebenfalls beeindruckend. Das römische Schiff Lusoria Renana ist nicht umsonst das Highlight des Ortes. Es ist ein nachgebautes, rekonstruiertes römisches Flusskriegsschiff, das in Mainz gefunden wurde beim Tiefbauarbeiten unter Landkreis Germersheim. Hat dieses Schiff
nachkonstruiert mit Studenten aus der Universität Trier und wurde dann nach genau den Plänen von diesem damalig gefundenen Schiff in Mainz nachkonstruiert. Seitdem zieht es zahlreiche Besucher in die kleine Gemeinde. In den vergangenen 5 Jahren waren es laut Emil Heid rund 40.000 Besucher. Auch in dieser Saison ist es über Wochen ausgebucht. Warum, ist für unseren Gemeindeführer klar. Muss man gesehen haben, muss man erlebt haben. Auch wir haben schon viel erlebt auf den Rondtouren, doch wir wollen noch aufklären, was es denn mit der bisher einmaligen Begrüßung auf sich hat. Friedel Burger ist seit 20 Jahren Chefin des Ortsfunks und kann so jede wichtige Information an das gesamte Dorf weitergeben. Ursprünglich diente die Anlage dem Hochwasserschutz im Dorf. Heute dient sie eher für andere Ankündigungen, wie zum Beispiel runde Geburtstage. Die Jubilare können sich dann ihr ganz persönliches Lied wünschen, welches dann über die Lautsprecher im Dorf zu hören ist. So wie unser Sendungsintro zu Beginn dieser Rondtour. Ortsfunk ist auch anderweitig nützlich. Ja, wenn jemand zum Beispiel Brill verloren hat und dann sagt sie, ach Gott, Friedel, ich habe mein Brill verloren, dort und dort. Und dann sage ich das durch. Und meistens wird diese gebracht oder sagen sie das, da und da liegt die Brille, kannst du abholen. Und nicht nur die Neupotzer erfreuen sich an den Durchsagen. Vor allem Besucher aus den Nachbargemeinden sind immer wieder erstaunt. Da drüben ist ein Kaffee. Und weil das nur in Neupotz ist, noch in der, ich glaube, im Rheinland ist noch mal ein Ort, wo das gemacht wird. Und da freuen sich die Leute, gehen auf die Straße und sagen, ach Gott, was gibt es noch bei euch? Gibt es das noch? Natürlich, das ist auch ganz, die freuen sich echt. Und wir freuen uns auch, dass wir heute von Begrüßung bis Abschied eine richtig tolle Zeit hatten. Wir sagen Danke, Neupotz. Rondtour präsentiert von Aleco, alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco.